Zeit, als die einstigen Götter noch rachsüchtig waren, fand ein Dämon ein Relikt, so alt wie die Zeit selbst. Der Verstand des Macht nicht und reichte seiner Meister. Dieser kannte die Stärke des Relikts nur zu gut, hat er doch die Ewigkeit durchschritten, um es zu erlangen. Die Zeit war gekommen. Ein Riss zwischen zwei Welten wurde geschlagen. Ein Schlupfloch in die Menschenwelt. Im alten Ägypten erweckte er die Toten zum Leben und machte die Menschen zu seinen Untertanen. Er schuf ein mächtiges Reich durch das Blut und den Schweiß der Menschen. Aber die Menschen waren nicht machtlos. Sie stellten sich den Legionen des Todes zum Kampf und schlugen unbarmherzig zurück. Sie schickten das Böse zurück in die Hölle, ohne zu wissen, dass das Relikt immer noch sein Eigentum war. Die Zeiten vergingen. Die Menschen vergaßen, aber das Böse fand erneut seinen Weg zurück. Als Genghis Khan, Teufel der Mongolei, eroberte er fast die Welt mit seinem untoten Volk. Es entbrannte eine Schlacht, die sie die Welt bis dahin nicht kannte. Menschen waren auch dieses Mal siegreich. Zum zweiten Mal schlossen sich die Höllentore hinter ihm, nur um erneut zurückzukehren. Wieder brannte die Erde von neuem. Die japanischen Samurai kannten die alten Legenden aus der Mongolei. Sie selbst hatten seinerzeit das Schwert geführt. Sie zahlten einen hohen Preis. Aber in all den Blut schickten sie die Brut des Bösen und alle bis auf den Letzten in die Hölle zurück. Wieder war er gefallen. Erneut stieg er empor. Indien war vorbereitet. Sie machten einen kurzen Prozess mit der Brut des Bösen und beförderten alle bis auf den Letzten in die Hölle zurück.